Der nächste Tag ist der, wie heißt er nochmal? Get Your Freak On Tag. Okay, dann schalte ich den mal ein. Oder so. Nummer 1. Okay, es sind 15 Fragen. Nummer 1. Gibt es einen Spitznamen, der nur deine Familie benutzt, du? Zweitens. Hast du eine seltsame Angewohnheit? Ich habe insgesamt recht wenig Angewohnheiten, also allgemein. Bestimmt habe ich irgendeine seltsame Angewohnheit, aber fällt mir jetzt keine ein. Vielleicht habt ihr ja schon was in den Videos irgendwie gesehen, was seltsam ist und ich öfters mache. Psychologisch auftauchen, ständig automatisch auftauchende oder ablaufende Programme habe ich sicher, die man auch dann teils zu Angewohnheiten zählen könnte. Das ist dann so meine Antwort auf die Fragen. Drittens, hast du irgendwelche seltsame Phobien? Ja, ich denke mal, dass eine Sozialphobie auch seltsam ist, weil eigentlich ist das ja so wie Angst vor Essen zu haben, weil beides einfach ein Grundbedürfnis ist, ohne dass der Mensch einfach nicht leben kann. Also Sozialkontakt ist ein Grundbedürfnis, überlebenswichtig, gibt es ja auch grausame Versuche mit Kleinkindern zu. Will ich nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall könnte man es ja auch als seltsam bezeichnen und viele verstehen es ja auch nicht. Ist bei mir aber jetzt leicht bis mittelmäßig ausgeprägt. Ansonsten keine Phobien, weil ich denke mal dann immer, dass Phobien total sinnlos und unvernünftig sind, davor Angst zu haben. Aber es gibt halt Ängste, die sind dann einfach so tief und so groß. Also eine Sozialphobie ist zum Beispiel tausendmal verankerter als eine Spinnenphobie. Spinnenphobie, sage ich mir halt ein paar Mal, das ist sinnlos und unvernünftig, mich davor zu fürchten, weil ich weiß, dass sie mir nichts tun können. Oder nichts Schlimmes, zumindest nicht in unserer Region hier. Aber Sozialphobie ist halt schon komplexer. Das ist wirklich ein Komplex. Sonst denke ich mir halt wirklich immer, Ängste bringen mir halt nichts, sondern warum sollte ich die dann haben? Viertens, welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du allein bist? Ja, ich singe nicht und kann mir Texte auch gar nicht merken. Ich merke mir von Texten nur den Sinn und die Aussage, die Message hinter den Lyrics und Gefühle, die ich damit verbinde, aber nicht den genauen Wortlaut, die Form und die Grammatik. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Für mich ist das total unwichtig. Deswegen habe ich auch nie auswendig gelernt in der Schule und sowas, was ich total sinnlos und unwichtig fand. Ich wollte immer selber Sachen machen oder halt lernen, indem ich den Sinn, die Aussage mir aneigne. Aber nicht halt den genauen Wortlaut oder sowas, verstehe ich nicht. Fünftens, über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Das ist mir nicht viel zu eingefallen, da habe ich einfach geschrieben, wenn es Essen machen oder irgendwelche Haushaltstätigkeiten länger dauern als geplant. Ich bin dann schon auf dem Zwirn, dann werde ich einfach ungeduldig. Ja, ist mir halt nichts richtig so eingefallen. Aber sechstens, was tust du, wenn du nervös bist? Mich konzentrieren. Also wenn ich nervös bin und die Nervosität Nachteile hätte, dann sage ich mir einfach, ich habe keinen Bock darauf und konzentriere mich jetzt einfach. So ist es zum Beispiel bei Wettkämpfen so, dass ich da voll cool und konzentriert bin, weil die Nervosität sonst negativ sich auf die Leistung auswirken würde. Ich weiß auch nicht, warum ich das dann einfach so kann. Aber manchmal lebe ich die Nervosität auch aus, weil ich nicht einsehe, mich dann extra anzupassen, nur weil meine Angst mir dann vorschreiben will, dass ich mich dabei schlecht fühlen soll. Dann bin ich einfach offen und dann merken auch andere, dass das daran eigentlich nichts Schlimmes ist, dass das total normal ist und jedem passieren kann. Also entscheide ich dann auch recht spontan, was ich dann tue. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Das ist Frage 7. Auf der Innenseite, weil ich mich immer sehr stark im Schlaf bewege. Außer ich schlafe irgendwo bei Fremden. Da sagen die Leute immer, dass ich wie eine Leiche schlafe. Ich weiß nicht, ist das dann so im Schlaf noch in meinem Unterbewusstsein drin, mich sozusagen anzupassen? Okay, mittlerweile habe ich das nicht mehr, aber früher hatte ich das stark. Und keine komischen Sachen zu machen, mich zurückzuhalten, also das hatte ich halt früher stark drin. Und
Ja, ich kann mein Unterbewusstsein ganz gut programmieren, dann ist es sozusagen direkt in der Nacht, wo ich das programmiere, im Schlaf dann auch so abläuft. Also ich kann auch, wenn ich will, sofort luzide träumen. Dann sage ich, dann muss ich mich halt konzentrieren und sozusagen fast schon meditieren, aber ich will das dann einfach und dann passiert das auch, fertig. Weil ich will einfach ich habe einfach das Bedürfnis, mich maximal steuern und kontrollieren und bewusst kontrollieren zu können. Das ist einfach so ein Urbedürfnis von mir gewesen, seit ich, keine Ahnung, ein halbes Jahr alt bin, hatte ich das schon. Ja. Ich schweife aber zu sehr ab gerade. Ich wollte noch irgendwas sagen dazu, aber ich fällt mir jetzt nicht mehr ein, deswegen mache ich die nächste Frage. Achtens, was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Es war ein Elefant, aber ein aufrecht, nicht gehender Elefant, sondern ein aufrecht gebauter Elefant und hieß Elefant. Damit könnte ich auch die Frage vom letzten Tag beantworten, ob ich kreativ bin. Welches Getränk bestellst du dir immer bei Starbucks? Nix. Ich hasse Starbucks und den ganzen Konsum und Kapitalismusunternehmen. Verurteile es aber niemand, der irgendwas bestellt, nur ich hasse es für mich selber einfach. Ich würde es auch nicht unterstützen, genau wie Mc's oder sowas. Zehntens, gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber selbst nie einhältst? Jetzt nicht besonders Regeln, aber wofür ich immer stehe und auch gerne verbreite, sage ich mal, ist mehr Chaos, keine Regeln. Mach, was man will, was man am besten kann und was einem Spaß macht. Mach es aber oft selber nicht. Ich zwinge mich oft einfach zu sehr vielen Dingen, damit ich das einfach kann und schaffe. Um einfach auch mich geistig zu trainieren, mich durch Sachen durchzuboxen, die überhaupt keinen Spaß machen. Und weil ich dieses Selbstquälen auch, weil es einfach mein spiritueller Weg auch teilweise ist. Weil dadurch, wenn ich mich selbst gequält habe, zum Beispiel beim Laufen, so, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, ist ja auch mal ganz interessant. Muss ja nicht maschinell alles abarbeiten, immer nur damit es kürzer wird oder ja, damit man schnell wieder was anderes machen kann, obwohl ich den Drang auch habe. Immer alles schnell und so. Auf jeden Fall, wenn ich mich beim Laufen dann zum Beispiel quäle, einmal war es so stark, dass ich mir gewünscht habe, dass mich jemand in ein Nagelbett reinboxt. Mit dem Rücken, dass er alles reingeht, anstatt dass ich weiterlaufen muss. Und dann bin ich trotzdem noch 10 Minuten in der gleichen Geschwindigkeit weitergelaufen. Und danach bin ich einfach so glücklich, dass ich das psychisch durchgehalten habe. Dadurch werde ich dann einfach stärker, psychisch und mental. Und kann mich stärker wehren, besser wehren. Kann besser Dinge durchsetzen, die ich persönlich für wahr und wichtig halte. Also ich schätze mich da schon ein, dass ich da recht objektiv versuche, auch die Wahrheit rüberzubringen. Und deswegen kämpfe ich dann halt auch für solche Dinge und solche Kämpfe dann gut abzuschließen, trainiere ich dann sozusagen auch. Also das körperliche Training ist für mich, hat eigentlich überwiegend nur diese psychische Sache, um dadurch psychisch und mental und spirituell sich weiterzuentwickeln und stärker zu werden. War eigentlich die Frage. Genau, bei den Regeln, die ich immer predige und dann nicht einhalte. Aber trotzdem finde ich, also predige ich trotzdem diesen Spaß, in sich nicht zu quälen, weil das ist einfach langatmiger und konsequenter. Und beziehungsweise ist ja auch nicht jeder Mensch von Natur aus als Kämpfer geboren oder sowas. Da verhalte ich mich jetzt schon, sage ich einfach mal offen. Und dann predige ich halt bei anderen das, was denen Spaß macht und was die glücklich macht, weil dafür kämpfe ich auch letztendlich irgendwo. Auch wenn ich mich da selber nicht rausnehmen sollte und auch wirklich nicht rausnehme. Weil es ja objektiv oder intersubjektiv gesehen keinen Unterschied zwischen mir und anderen Personen gibt. Grundlegend jedenfalls. Man kann natürlich jetzt philosophisch anführen, dass eine andere Person mehr wert ist, weil die Person anderen wiederum mehr geholfen hat und die eine Person hat dann jemand aktiv bewusst
intentionell geschadet und ist dann deswegen weniger wert. Diese Philosophie will ich jetzt erst gar nicht reingehen. Auf jeden Fall, ja, präge für andere nur positive Sachen, aber mach selber halt auch negative Sachen, um halt stärker zu werden oder einen noch größeren, positiveren Effekt für mich und andere damit zu erreichen. Also Mittel zum Zweck, das Mittel heiligt den Zweck oder sowas. Oh ne, der Zweck heiligt die Mittel, genau. Frage 11. In welche Richtung schaust du beim Duschen? Da habe ich keine spezielle Richtung. Ich schaue überall hin. Ich drehe mich hier auch, weil ich den Rücken abdusche, vorne abdusche, an den Seiten. Schaue ich überall hin. Auch mal nach unten, wenn man die Beine abduscht. 12. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Da muss ich mal kurz hier gucken, ob es in der Kamera ist. Ja, ich wusste, dass ich die ganze Zeit wahrscheinlich nicht in der Kamera bin. Das konnte ich jetzt hier nicht sehen. Ich kann mit dem Daumen das hier. Kannst du besser noch sehen? Aber kann ich auch nur mit dem Daumen. Und sonst konnte ich früher, das habe ich zuletzt vor 10 Jahren, glaube ich, versucht, einen roten Kopf kriegen, wenn ich das will. Ich versuche das einfach mal. Das kann aber auch eine Minute dauern. Man hat es gesehen, glaube ich. Oh, es ist anstrengend. Ja, das. Ich weiß nicht, ob es seltsam ist, wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall kann ich das Blut halt stauen, dass das Blut einfach nicht weiterläuft, kann ich im Gesicht. Ich finde es lustig. Gibt es ein eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gerne isst? Ja, das gibt es, aber ich esse es trotzdem nicht. Weil ich einfach durch das Essen, was ich am besten finde und auch am liebsten esse, das Obst und zuckerhaltiges einfach, Kohlenhydrate, wenn ich davon genug drin habe, dann will ich einfach nichts mehr anderes. Dann bin ich einfach zufrieden und glücklich, weil der Körper einfach nur den Blutzuckerspiegel aufrechterhalten will. Wenn der aufrechterhalten ist, dann hat man auch gar kein Bedürfnis mehr, kein körperliches und meistens auch kein psychisches, sich dann irgendwas Fettreiches oder anderes oder Tierprodukte oder sowas reinzupfeifen. Ich esse aber trotzdem liebend gerne, keine Ahnung, Chips, aber ich mache es nicht, weil ich kein Bedürfnis nach habe, wenn ich halt die Kohlenhydrate reinhau, die halt besser sind, dann sage ich mir ja, ich kann jetzt Chips essen oder Pommes essen, aber erstmal esse ich das, was ich auch sehr gerne esse, vielleicht sogar noch viel lieber, zum Beispiel frisch gepressten Orangensaft. Dann hau ich mir das erst rein, dann ist das einfach weg. Das Bedürfnis nach dem anderen Zeug. Ja. 14. Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Nee, weil ich Redewendungen hasse. Die sind dazu da, um in Situationen Dinge zu rechtfertigen, indem man meint, es sei gerechtfertigter und richtiger, nur weil jemand anders das schon mal gesagt hat und dann populär wurde. Wenn man versteht, was ich meine. Leute benutzen das dann gerne, weil das populär ist und weil das bekannt ist, dann ist es automatisch richtiger und nehmen dann diese Redewendung. Andererseits finde ich es aber lustig, wenn man sie benutzt, nur weil sie gerade irgendwie passen, aber jetzt nicht wirklich einen Sinn haben und die dann sozusagen damit auf die Schippe nimmt. Ich habe jetzt leider kein Beispiel, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. 15. Zeit zu schlafen. Was hast du wirklich an? Eine Boxershort. Und damit ist der Tag zu Ende. Und tschüss, bis zum nächsten Tag.